36 Grad. Es ist einer der heißesten Tage des Jahres und der TV Jahn macht ein Sommer- und Ferienlager auf dem Sportgelände. Die haben uns, Radio Primaton, um Hilfe gebeten und wir haben für Hilfe gesorgt. Morgenmeier von Radio Primaton. Sehr cool. Also, die Feuerwehr hat gesagt, ja, wenn ihr eine Abkühlung braucht, dann bringen wir gleich eine richtige Abkühlung. Und sie haben zwei Feuerwehrautos mitgebracht und jetzt ist es richtig nass. Habt ihr Lust drauf? Cool. Ja, jetzt wird es euch gleich laufen! Also die Überraschung ist gelungen. Abkühlung sind gleich noch die Wasserbomben und natürlich das hier, was die Feuerwehr uns hier hingestellt hat. So, das ist ja sehr nass. Bisschen mehr. Umdrehen. Ganz nass. Jetzt können Sie sagen, Sie haben Wasser gespielt. Oh, elegant. Liebe Schweinfurter Feuerwehr, vielen, vielen Dank, dass ihr sofort gesagt habt, wir machen das. Ich weiß, ihr seid alle Ehrenamtliche, bis auf der Florian, der hat heute mal einen Ausflug gemacht, aber ihr habt gesagt, jawohl, ich opfer meine Freizeit, pumpt das Auto voll und kühlt die Jungs und Mädels vom TV Jahn ab. Vielen Dank dafür und wir sagen jetzt alle einmal zusammen vielen Dank. Ja? 3, 2, 1, So, die Abkühlung Nummer 1 haben wir gehabt mit der Feuerwehr von Schweinfurt. Genial, oder? Zwei Löschwagen voll, eine riesen Feuerwehrübung und vor allem jeder ist abgelöscht worden. Aber trotzdem, bei 36 Grad kann es gar nicht genügend Abkühlung geben. Deshalb gibt es jetzt 700 Wasserbomben und damit erfrischen wir uns so richtig. Seid ihr bereit? Ja! Dann geht's jetzt los in 3, 2, 1... Die sind verrückt. Ich glaube, das ist die Hitze. Attacke! Lebt zu sehr. Also ganz kurze und einfache Frage an euch. War das eine gute Abkühlung? Ja! Seid ihr alle nass geworden? Ja! Ist euch auch heiß? Ja! Nicht mehr. Wir müssen ja, sagen. Ist euch noch heiß? Ja! Nein! Okay, einem Teil ist heiß, einem Teil ist kalt. Damit haben wir unser Ziel erfüllt. Wir hoffen, wir haben euch alle ein bisschen erfrischt und eine kleine Abkühlung
Das ist schön nass, das T-Shirt, gell? So, komm her, Abkühlung für dich. Und wir sagen tschüss, danke nochmal an die Feuerwehr fürs Mitmachen und allen, die geholfen haben. Danke euch! Tschüss!